Schon oft haben wir auf Visualpolitik berichtet, wie sich Russland militärisch im Krieg gegen die Ukraine verrechnet hat. Kurz vor und nach dem Beginn der Invasion haben wir jedoch auch eine Reihe von Videos über die ökonomische Seite des Konflikts veröffentlicht, denn kein Krieg lässt sich ohne wirtschaftliche Basis führen. Wir haben euch darin Putins ökonomische Strategie Festung Russland vorgestellt, mit der er sein Land gegen die Sanktionen des Westens in Stellung gebracht hat. Seine psychologisch-propagandistische Agenda, mit der er die Russen auf einen langen und entbehrungsreichen Krieg vorbereitet hat und natürlich die Maßnahmen der Alliierten, um seine Pläne zu durchkreuzen. Auf den ersten Blick hat sich die russische Wirtschaft seit dem Ausbruch des Krieges als unerwartet widerstandsfähig gegenüber den strengen westlichen Sanktionen erwiesen. Doch die Rückkehr zum Vorkriegsniveau könnte extrem schwierig werden, vor allem weil immer mehr Staatsausgaben ins Militär fließen müssen. Deswegen ist nun die Zeit gekommen, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Manche behaupten ja, dass Putins wirtschaftliche Fehlkalkulation noch viel krasser ausfällt als die militärische. Andere sagen, die Sanktionen gegen Russland seien wirkungslos und Russlands Wirtschaft so robust wie nie zuvor. Sie würden dem Westen mehr schaden als Russland. Also, was ist dran an jeder dieser Behauptungen? Wer hat recht? Lasst uns heute doch hierzu eine vollkommen nüchterne Analyse durchführen. Also, wie ist die Ausgangslage? Nun, die Reaktion des Westens auf die russische Invasion in der Ukraine war sehr eindeutig. Einerseits erhält Selenskys Regierung tonnenweise Waffen und Geld aus dem Westen. Andererseits wird Russland bestraft mit einer Vielzahl von Wirtschaftssanktionen. Russische Schiffe dürfen keine westlichen Häfen anlaufen, russische Flieger nicht auf westlichen Airports landen. Es gibt Handelsverbote für Waren aller Art. Wir sprechen hier von einem der größten Sanktionsprogramme, die je durchgeführt wurden. Fakt ist, die Hilfe des Westens hat es den Ukrainern ermöglicht, dem barbarischen Ansturm der Russen zu widerstehen. Oft konnten die Verteidiger den Spieß sogar umdrehen und die Initiative ergreifen. Aber wie erfolgreich sind die Sanktionen wirklich? Haben sie die russische Wirtschaft ausreichend geschwächt oder waren sie eher ein Misserfolg? Angesichts der Schärfe der Sanktionen entstand schnell die Erwartung, dass die russische Wirtschaft in Kürze kollabieren würde. Sogar interne Prognosen aus dem Kreml sagten kurz nach Kriegsausbruch voraus, dass die Wirtschaft im Jahr 2022 um mehr als 10% schrumpfen würde. Diese Zahl hätte sogar den Rückgang übertroffen, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion während der Finanzkrise 1998 verzeichnet wurde. Tja, Ende 2022 sah die Situation jedoch ganz anders aus. Ja, es stimmt, dass das Land in eine Rezession geraten ist, aber es hat zumindest offiziellen russischen Angaben zufolge gerade mal 2,1% seiner Wirtschaftskraft verloren und auch die Staatseinnahmen haben nicht großartig gelitten. Allen Sanktionen zum Trotz stiegen die Einnahmen Russlands aus den Exporten von Öl und Gas im Jahr 2022 sogar noch an. Russlands Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sind im Laufe des Jahres um fast ein Drittel gestiegen. Die Gasexporte gingen 2022 zwar mengenmäßig zurück, aber Russland exportierte mehr Öl und mehr Flüssigerdgas als in den Vorjahren. Und es verkaufte das alles zu viel höheren Preisen. Darüber hinaus führten strenge Kapitalkontrollen dazu, dass der Rubel auf ein 7-Jahres-Hoch stieg. Auf den ersten Blick sieht also alles danach aus, als hätten die Sanktionen Russland überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil. Es fließt immer noch massenweise Geld aus den Rohstoffexporten. Der Rubel rollt also und die Kosten des Krieges sind Peanuts dagegen. Schaut euch mal dazu die Zahlungsbilanz der russischen Wirtschaft zum Ende des Jahres 2022 an. Zahlungsbilanz ist quasi das Ergebnis dessen, was nach Handel und Finanztransaktionen mit dem Ausland übrig bleibt. Wie ihr sehen könnt, hat Russland im Jahr 2022 einen Überschuss von fast 250 Milliarden Dollar erwirtschaftet, viel mehr als im Jahr zuvor. Es scheint also, als würde es Russland überhaupt nichts ausmachen, dass die Westmächte 300 Milliarden Dollar und 2/3 der Währungsreserven des Landes eingefroren haben. Denn das verlorene Geld kam binnen Jahresfrist quasi durch die Hintertür wieder herein. Ich meine, ihr erinnert euch sicher noch daran. 28. Februar 2022. Die G7-Staaten haben alle russischen Währungsreserven in ihren Ländern eingefroren. Tja, aber die fetten Gewinne aus dem Rohstoffgeschäft haben für den eben gezeigten Überschuss in der Zahlungsbilanz gesorgt. Und es deutet vieles darauf hin, dass die Explosion der Rohstoffpreise eine starke Rolle gespielt hat, in Putins Kalkül, die Ukraine anzugreifen. Warum? Nun, aus Sicht des Kremls konnte es sich Europa nicht erlauben, hart auf einen Angriff zu reagieren, weil es sich zuvor von Russlands Rohstoffen extrem abhängig gemacht und auch versäumt hatte, eine alternative Versorgungsinfrastruktur aufzubauen. Als Russland 2014 die Krim annektierte, wurde dieses Kalkül noch ganz klar bestätigt. Wieso sollte man dieses perfide Spiel also nicht auf die Spitze treiben?
Und wenn man noch bedenkt, dass Kriege im Allgemeinen immer die Preise für Öl und Gas in die Höhe treiben, so rechnet der Kreml offenbar mit einer eher positiven Bilanz des Krieges und mit einem sehr billigen Waffengang. Aber wie steht es heute wirklich um die russische Wirtschaft? Wird sie die ökonomischen Lasten des Krieges stemmen können? Welchen offiziellen Zahlen aus Moskau kann man überhaupt trauen? Wie sind die Zukunftsaussichten? Und ist Russland wirklich immun gegen westliche Sanktionen? Ach, bevor ich es vergesse, dieses Video wurde maßgeblich von Conflict of Nations unterstützt, einem doch thematisch ziemlich passenden Sponsor, meint ihr nicht auch? Schließlich geht es heute ja um das trickreiche und mehrdeutige Taktieren der großen Weltmächte, einem Spiel mit dem Feuer, um nationale wie geostrategische Ziele zu erreichen, auch unter Inkaufnahme hoher Risiken. Und wer dieses geostrategische Pokerspiel in einem Online-PvP-Game selbst ausprobieren möchte, natürlich ohne das Schicksal der echten Welt aufs Spiel zu setzen, für den ist Conflict of Nations World War III genau das Richtige. Darin übernimmst du die Kontrolle über die Streitkräfte einer der global führenden Nationen, die für ihre militärische Expansion, wirtschaftliche Entwicklung, technologische Forschung und internationale Diplomatie verantwortlich ist. Es handelt sich um ein recht beliebtes Langzeitstrategiespiel, das sowohl auf dem PC im Webbrowser als auch auf dem Handy gespielt werden kann und bei dem in einem Match bis zu 100 Spieler miteinander um die globale Vorherrschaft kämpfen. Du baust nach und nach deine Infrastruktur und Streitkräfte auf und beginnst dann, Gegner zu bekämpfen und Territorium zu beanspruchen. Mit den anderen menschlichen Spielern, gegen die du online antrittst, kannst du chatten und auf diese Art eine vielfältige Diplomatie entfalten. Das Konzept der Langzeitstrategie von Conflict of Nations erzeugt dabei eine Art bestechenden Realismus für das langfristige Ringen um die Weltherrschaft. Das Spiel enthält zwar ein paar Pay-to-Win-Elemente, ist ansonsten jedoch Free-to-Play. Das heißt, du kannst dir über den Link in der Beschreibung unter diesem Video einen vollkommen kostenlosen Account einrichten und es dann sowohl auf deinem Rechner als auch auf deinem Handy spielen, solange du möchtest. Und das Beste, wenn du auf den Link in der Beschreibung klickst, erhältst du als Bonus 13.000 Gold der Ingame-Währung und einen ganzen Monat Premium-Abo gratis dazu. Dieses Angebot gilt nur für 30 Tage, also zögere nicht zu lange und fang am besten noch heute damit an, deine Truppen zu mobilisieren, deine Allianzen zu schmieden und siegreiche Schlachten zu planen. Wie gesagt, euch kostet es gar nichts und uns helft ihr damit, weitere informative Videos wie dieses zu drehen. Und falls euch unsere Videos gefallen, könnt ihr uns auch direkt helfen durch eine kleine Aufmerksamkeit über den Spendenlink, der sich ebenfalls in der Beschreibung unter dem Video befindet. Wir danken euch schon im Voraus. So, und nun lasst uns in die Tiefen der russischen Daten eintauchen, um dort den ultimativen Reality-Check durchzuführen. Granaten kann man nicht fressen. Eines ist klar, bei Zahlen aus russischen Quellen ist immer Vorsicht geboten. Es handelt sich schließlich nicht gerade um ein extrem transparentes Land. Die Regierung ist besser im Täuschen und Tarnen als im Offenlegen korrekter Wirtschaftsdaten. Im Jahr 2022 führte der Kreml die Statistikzensur ein. Eine große Anzahl von Daten wie internationale Reserven und auch Handels- und Produktionskennzahlen sind heute nicht mehr verfügbar. Auch Finanzberichte, einschließlich die von Privatbanken, wurden eingeschränkt. Okay, keine Regierung veröffentlicht gerne Daten, die nicht positiv erscheinen. Da tun sich manchmal auch Demokratien schwer. Aber eine autoritäre Regierung wie die Putins, vergesst es. Der Kreml hat genau null Interesse daran, schlechte Zahlen zu melden. Alle offiziellen Statistiken sind daher erstmal als das zu sehen, was sie eben sind: Propagandamaterial. Wie der Internationale Währungsfonds Putins gefälschte Statistiken naiv nachplappert und dadurch seine Wirtschaftsprognose für Russland vermurkste. Putin weigert sich, wichtige Wirtschaftsindikatoren offenzulegen, wie Außenhandelsdaten, monatliche Daten zur Öl- und Gasproduktion, Kapitalzu- und Abflüsse, Jahresabschlüsse großer Unternehmen, Daten zur Geldbasis der Zentralbank, Daten zu ausländischen Direktinvestitionen, zur inländischen Wertschöpfung nach Branchen sowie Daten zur Kreditvergabe und Kreditaufnahme. Diese sind jedoch die wichtigsten hochfrequenten Statistiken, die in die Erstellung einer gesamtwirtschaftlichen BIP-Prognose für eine Nation einfließen. Von den USA bis China. Der IWF verfügt also einfach nicht über die Daten, die er bräuchte, um das russische BIP nach einer anerkannten Methode unabhängig zu berechnen. Er schätzt im Blindflug. Anstatt öffentlich zuzugeben, was sie nicht wissen, geben sie die massive Unsicherheit nur hinter vorgehaltener Hand zu. Die IWF-Ökonomen für Russland schlucken bedingungslos die wenigen Daten, die Putin herausgibt. Herausgepickte und gefälschte Daten, die von der zunehmend unzuverlässigen Kreml-Agentur
Agentur Rostat veröffentlicht werden und Putins Mehr vor wirtschaftlichen Triumph fälschlicherweise bestätigen. Wir haben sogar mal ein ganzes Video darüber gedreht, wie ein anderes totalitäres Regime, nämlich China, seine Wirtschaftsdaten über Jahrzehnte geschönt hat. Und das war in Friedenszeiten. Ich werde euch das Video natürlich verlinken. Außerdem gibt es seit dem vorigen Jahr starke Kapitalverkehrskontrollen in Russland. Die haben dazu geführt, dass der Rubel nicht wirklich seinen Marktwert widerspiegelt. An den internationalen Währungsmärkten ist er praktisch überhaupt nicht mehr handelbar und wenn, dann nur gegen chinesische Yuan, so dass sein Kurs gegenüber Dollar und Euro extrem verzerrt ist. Aber warum ist das überhaupt so wichtig? Nun, man braucht diesen echten Marktwert, um die tatsächliche Lage der Wirtschaft zu beurteilen. Nur so erhält man einigermaßen korrekte Werte für BIP und für die Kaufkraft der Währung. Schließlich bringt einem auf dem Papier starke Währung nicht viel, wenn kaum jemand einem was dafür verkauft. Die russische Industrie als auch der Konsum laufen zudem noch immer auf den Steroiden, die im letzten Jahr aus dem Wohlstandsfonds als massives Subventionsprogramm in sie hineingepumpt wurden. Und diesem Fonds wird erstens bald die Puste ausgehen, zweitens wissen wir alle, wozu derartige Subventionsorgien in der Regel führen. Noch mehr Fehlallokation, Misswirtschaft und Korruption klingt nicht gerade wie nachhaltiges Wachstum. Den künstlich aufgeblasenen Muckis der russischen Wirtschaft droht also das Schicksal eines dopingsüchtigen Bodybuilders. Und es gibt noch einen weiteren, krass verzerrenden Effekt bei russischen Wirtschaftsdaten. Denn auch die Produktion von Militärtechnik und Ausrüstung und deren Verbrauch durch das eigene Militär tragen positiv zum BIP der Russen bei. Für die einfachen Menschen in Putins Reich bringt dies jedoch keinen echten wirtschaftlichen Mehrwert. Oder salopp formuliert, Granaten kann man nicht essen. Die Dinger werden einfach an der Front verschossen und verschwinden dann aus der realen Welt. Aber in der BIP-Statistik tauchen sie trotzdem als Wertschöpfung auf. Es handelt sich hier also um eine rein virtuelle Steigerung des Volksvermögens, keine reale. Erst recht, wenn man dabei ist, den dadurch gefütterten Krieg zu verlieren. Natürlich führt dieser Umstand in jedem anderen Land genauso zu einer Verzerrung des BIP, auch in den westlichen Staaten. Aber in Russland ist der Anteil von Rüstung am BIP besonders hoch und er hat durch den Krieg, wie ihr euch denken könnt, nochmal immens zugenommen. Seid also auf der Hut vor kreativ präsentierten russischen Statistiken. Aber wisst ihr was? Selbst wenn man die russischen Zahlen als gegeben ansieht, läuft es für den Kreml und seine Wirtschaft schlecht. Klar, Russlands Wirtschaft hat im vergangenen Jahr alle überrascht, aber um ein wirklich repräsentatives Gesamtbild darüber zu erhalten, welch herben wirtschaftlichen Rückschlag Putins Krieg für die Russen darstellt, muss man die ökonomische Dynamik des Landes mit jener vergleichen, die eingetreten wäre, wenn sich der vorherige Trend, also ohne Krieg, fortgesetzt hätte. Und da sieht es verdammt düster aus. Frühestens 2025 wird die russische Wirtschaft wieder das Niveau von 2021 erreichen können, wenn überhaupt. Und das war bereits ein durch die Corona-Krise gezeichnetes Jahr. Die Chance, dass Russland in den nächsten 10 Jahren wieder auf ein BIP-Level kommt, das es ohne Krieg erreicht hätte, ist gleich null. Das Problem dabei, Russland befindet sich sowieso schon seit Jahren im Niedergang, vor allem demografisch, aber auch wirtschaftlich. Wir sprechen über das flächenmäßig größte Land der Welt mit immerhin 143 Millionen Einwohnern. Das russische BIP entspricht jedoch etwa dem von Italien, wo nur rund 60 Millionen Menschen leben. Statistisch erwirtschaftet ein Italiener also mehr als doppelt so viel wie ein Russe. Der Italiener erwirtschaftet im Vergleich zum Russen jedoch einen viel höheren Mehrwert aus eigener Kraft, denn er kann nicht einfach nur Öl und Gas aus dem Boden pumpen, sondern muss wirklich etwas Konkurrenzfähiges erschaffen können. Die Russen hingegen sind bei so gut wie nichts wirklich konkurrenzfähig. Eine Ausnahme ist vielleicht noch die Nukleartechnik, über die wir bald ein eigenes Video bringen werden. Trotzdem, unterm Strich entspricht der Wert der Exporte des Riesenreiches in etwa denen des kleinen Belgien. Und das trotz all der Rohstoffe, die Russland in der Welt verkauft. Aber das ist noch nicht alles. Demografisch gesehen steht Russland am Abgrund. Es ist hoffnungslos überaltert und die Bevölkerung schrumpft seit dem Fall der Sowjetunion. Russlands Bevölkerungsalbtraum wird noch schlimmer werden. In Russland bahnt sich eine demografische Tragödie an. In den letzten 3 Jahren hat das Land etwa 2 Millionen Menschen mehr verloren als unter normalen Umständen. Die Lebenserwartung russischer Männer ist um fast 5 Jahre gesunken und liegt damit auf dem gleichen Niveau wie in Haiti. Sie sterben heute 6 Jahre früher als Männer in Bangladesch und 18 Jahre früher als Männer in Japan.
Die Zahl der Geburten im April 2022 lag auf dem Niveau der Besatzung durch Hitler. Und so wie es aussieht, belasten die Kriegsverluste die schrumpfende und kränkelnde Bevölkerung noch mehr. Russland befindet sich wohl in einer unaufhaltsamen Abwärtsspirale des demografischen Niedergangs. 1994 erreichte das Land mit 149 Millionen Menschen seinen Bevölkerungshöchststand. In 50 Jahren könnte laut UN-Prognosen die Gesamtbevölkerung bei 120 Millionen liegen, wenn die derzeitige Tendenz anhält. Am stärksten war der Rückgang bei den ethnischen Russen, deren Zahl im Zeitraum 2010 bis 2021 um 5,4 Millionen sank. Ihr Anteil an der Bevölkerung sank von 78% auf 72%. So viel zu Putins Prahlerei über den Wachstum des Russki Mir der russischen Welt. Der demografische Rückgang wird Russland insgesamt tiefgreifend und zum Schlechten verändern. Das Land steckt seit Jahren in der Krise und sein Lebensstandard sinkt seit langem. Lasst euch nicht täuschen von Berichten über die reichen Russen, von Oligarchen. Das sind extreme Ausnahmen. Nur mal ein kleines Beispiel, das den wahren Zustand des Landes verdeutlicht. Russland ist unter den entwickelten Staaten jener mit dem größten Bevölkerungsanteil ohne Zugang zu einer eigenen Toilette. 45% der russischen Haushalte sind nicht an eine Kanalisation angeschlossen und 88% der Abwässer werden ungeklärt in die russischen Flüsse und Seen gekippt. Und eine für uns unvorstellbar große Zahl von Russen muss ihre Notdurft einfach in Eimer verrichten und sie dann aus dem Fenster kippen. Tja, so mittelalterlich sieht die Realität der normalen, der einfachen Russen aus. Wenn Trumps Spruch vom Shithole auf ein Land also wortwörtlich zutrifft, dann sicher auf Russland. Aber Fäkalien sind nur eines der vielen tiefen infrastrukturellen Probleme des Landes, die es oft auf einem Level mit afrikanischen Entwicklungsländern erscheinen lassen. Um all diese Defizite anzugehen, wären Investitionen in Billionenhöhe notwendig, die jedoch Putin und seine kleptokratische Clique nie bewegen würden. Denn dann würde ihnen das Geld für ihren Luxus und vor allem ihren Krieg fehlen. Der Verfall der russischen Infrastruktur und des Lebensstandards geht also munter weiter. Und wenn die Sanktionen irgendwas bewirkt haben, dann, dass sie diesen Trend noch beschleunigt haben. Schaut euch zum Beispiel diese Grafik an. Das sind die Daten bzw. Prognosen des IWF und der Weltbank aus dem Jahr 2022. In nur 2 Jahren nach dem Einmarsch in die Ukraine könnte die russische Wirtschaft um 5-8% schrumpfen. 2022 haben wir hinter uns. Tatsächlich fiel Putins Wirtschaft um rund 3%. Allerdings sorgten aktuelle Prognosen des IWF Mitte Februar für eine kleine Überraschung. Angeblich würde die russische Wirtschaft 2023 sogar um 0,3% wachsen. Darüber aber später mehr, denn abseits von Zahlenspekulationen sinkt der Lebensstandard der russischen Bevölkerung rapide. Und das trotz der im letzten Jahr hohen Weltmarktpreise für Rohstoffe und Energie. Diese sind übrigens längst nicht mehr so hoch wie voriges Jahr, aber auch dazu später mehr. Kommen wir nochmal zum Thema Sanktionen, denn diese hatten 3 Ziele. Erstens, Russlands wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Produktionsfähigkeit zu verringern. Zweitens, seine Rüstungsindustrie zu schädigen, um so Russlands Fähigkeit zur Kriegsführung zu schwächen. Und drittens, Russlands Energie- und Finanzbeziehungen zum Westen zu kappen. Und wisst ihr was? Alle 3 Ziele wurden weitgehend erreicht. Wenn man die Sanktionen als Wirtschaftskrieg sieht, dann verliert Russland diesen gerade haushoch. In einem zukünftigen Video werden wir die konkreten Folgen des Krieges und der Sanktionen auf den Handel, die Industrie und die Finanzen in Russland behandeln. Hier geht es erst einmal um einen Überblick zu den Sanktionsfolgen. Die US-Regierung geht davon aus, dass Russland durch die Sanktionen bis 2030 etwa 20 Prozentpunkte seines BIP einbüßen wird. Wir reden hier von einem Betrag in der Größenordnung von etwa 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das sind Verluste, die dieses Land immer schneller absteigen lassen. Die Kluft zwischen Russland und den westlichen Ländern wird immer größer. So viel also zur Frage, ob die Sanktionen dem Westen mehr schaden als Russland. Man sollte sich die Sanktionen im Übrigen nicht vorstellen wie eine Waffe. Quasi nach dem Motto, Sanktionen verhängt, die Wirtschaft crasht und Russland ist nur noch ein Agrarstaat. Das wäre ein vereinfachtes und übertriebenes Bild, das Medien und Politiker jedoch oft zeichnen. Fakt ist, das Land kann schon noch selbst für sich sorgen und Industriegüter herstellen. Aber entscheidend ist, dass alles wird durch die Sanktionen verlangsamt. Es ist für Russland viel umständlicher, am internationalen Handel teilzunehmen und an begehrte internationale Güter zu kommen, vor allem aus dem Westen. Natürlich hat Russland ein weitreichendes System für Grauimporte über Drittländer eingerichtet, um an die begehrten Westwaren heranzukommen. Aber das alles fordert seinen Zoll, es kostet viel Zeit und Energie und hemmt das Wachstum. Und das macht die Kluft zum Westen immer größer.
Als bildlicher Vergleich taugt bei den Sanktionen nicht die Waffe, sondern eher das schleichende Gift, das allmählich aber sicher lähmt. Es versteht sich daher von selbst, dass die Sanktionen eher langfristige als unmittelbare Auswirkungen haben. Ein Jahr ist eine verdammt kurze Zeit, damit die Wirtschaft eines Landes komplett zusammenbricht, vor allem wenn es noch über Reserven verfügt. Da jedoch ausländisches Know-how und Teile fehlen, wird zum Beispiel die Fertigungsindustrie langsam aber sicher den Bach runtergehen, technologisch immer weiter hinterherhinken und kaum noch wettbewerbsfähig sein. Und obwohl die Unternehmen vom Staat angewiesen wurden, die Zahl der Beschäftigten konstant zu halten und dafür erhebliche Mittel aus dem Wohlstandsfonds erhielten, werden diese Mittel langsam zu Ende gehen. Die künstlich am Leben gehaltenen Firmen werden langsam aber sicher Entlassungen vornehmen, weil ihnen der Cashflow ausgeht und ihnen niemand mehr Geld leihen will. Jüngst haben bereits 3 große Industrieunternehmen in Russland umfangreiche Entlassungen angekündigt. Da die Aufträge aus dem Ausland schwinden, wird auch der elitäre IT-Sektor schrumpfen. Die qualifiziertesten Arbeitskräfte werden ins Ausland gehen, wenn sie dies nicht schon getan haben. Kaputte Turbinen, Pumpen oder große Motoren und andere hochentwickelte Geräte oder ganze Anlagen aus dem Ausland werden von niemandem mehr repariert werden können. Kurzum, das erste Ziel der Sanktionen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Aber wie treffen die Sanktionen nun die russische Rüstungsindustrie konkret? Nun, die Sanktionen wirken wie ein Tiefschlag. Durch sie fehlen den russischen Raketen Hightech-Bauteile, die vorher aus dem Westen kamen. Modernes Militärgerät kann kaum noch und vor allem nicht in großen Stückzahlen produziert werden. Vor allem nicht in solchen Stückzahlen, die die intensiven Kampfhandlungen erfordern würden. Wir haben Berichte von Ukrainern, dass, wenn sie russische Militärausrüstung finden, diese voller Halbleiter ist, die sie aus Geschirrspülern und Kühlschränken entnommen haben. Putins Militärindustrie verliert hierdurch auch Aufträge aus der ganzen Welt. Und das ist dann der Grund für Nachrichten wie diese. Indonesien kauft US-amerikanische und französische Kampfjets für 22 Milliarden Dollar. Die russische Su-35 hat das Spiel verloren. Indonesiens Kehrtwende von einem Deal mit Russland zu neuen Kaufverträgen mit den USA und Frankreich zeigt, wie stark die US-Sanktionen wirken. Das zweite Ziel der Sanktionen wurde also auch erreicht. Und drittens, ob wir nun über Öl oder Gas sprechen, Europa hat es geschafft, sich aus der Abhängigkeit von russischer Energie zu befreien. Borrell kündigt die Überwindung der Energieabhängigkeit der EU von Russland an. Diese Entwicklung haben wir übrigens in einem früheren Video vorhergesagt. Ich werde es euch der Vollständigkeit halber mal lieber verlinken. Ihr seht also, die internationalen Sanktionen haben zwar nicht den Krieg in der Ukraine beendet und die russische Wirtschaft ist auch nicht zusammengebrochen. Aber man sollte nicht glauben, dass die Sanktionen nutzlos waren. Schaut euch mal diese Grafik an. Ihr seht deutlich den Rückgang in allen Bereichen des russischen Handels mit der EU. Der einst wichtigste Handelspartner der Russen fällt weg. Etwas, womit Putin nicht gerechnet hat. Hinzu kommt, dass massenweise Unternehmen aus Putins Reich abwandern, dass Fachkräfte fliehen, dass Investoren Reis ausnehmen und das Land international stark isoliert ist. Zu behaupten, dass die Dinge für Russland irgendwie gut liefen, wäre also ziemlich grotesk. Und dann muss man noch bedenken, dass 2022 für den Kreml noch ein Karenzjahr war. Die hohen Energiepreise und die in der Festung Russland gebildeten Reserven verschafften dem Land eine Schonfrist. Und diese läuft in 2023 aus. 6. März 2023. Russlands Defizit springt auf 33 Milliarden Euro, weil Putin kräftig Geld ausgibt. Das russische Haushaltsdefizit ist in den ersten beiden Monaten des Jahres sprunghaft angestiegen, da Wladimir Putin aufgrund der Sanktionen, die durch seinen Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden, einen Einbruch der Öl- und Gaseinnahmen hinnehmen musste. Die russische Wirtschaft hat sich im letzten Jahr angesichts der westlichen Sanktionen als unerwartet widerstandsfähig erwiesen, aber es sieht so aus, als ob sie unter Druck gerät, da immer mehr Staatsausgaben ins Militär fließen. Sie war gezwungen, internationale Reserven zu verkaufen, um ein Defizit zu decken, das durch die Kosten des Ukraine-Konflikts entstanden war. Das Schlimmste steht dem aggressiven Schurkenstaat nämlich noch bevor. Schaut euch mal diese Aussage genauer an. Bei astronomischen Öl- und Gaseinnahmen stiegen die Einnahmen im Staatshaushalt insgesamt nur um 10%, die Ausgaben aber um mehr als 20%. Das deutet darauf hin, dass sich die Situation der öffentlichen Finanzen verschlechtert und im Jahr 2023 kritisch werden könnte. Im Jahr 2022 erzielte der Kreml zwar Rekordeinnahmen aus dem Verkauf von Kohlenwasserstoffen, trotzdem sind die öffentlichen Haushalte in die roten Zahlen gerutscht.
Und zwar so sehr, dass die russische Regierung empfindlich sparen muss bei strategisch wichtigen Prestigeprojekten. Im Jahr 2019 hatte sie zum Beispiel prognostiziert, dass 2024 rund 57 Milliarden Rubel in die Entwicklung künstlicher Intelligenz investiert werden. Jetzt haben sich die Zahlen geändert. Es werden nur knapp 25 Milliarden sein und der Zeitrahmen wurde bis 2030 gestreckt. Ein weiteres total verwässertes potemkinisches Dorf also. Die Preisfrage lautet jedoch, was passieren wird, wenn die Einnahmen aus Öl- und Gasexporten wirklich zusammenbrechen. Nun, passt gut auf, denn genau das passiert gerade. Gasmageddon und Ölpokalypse werden für Putin zum Bumerang. Die russische Regierung ist in hohem Maße von Öl- und Gaseinnahmen abhängig. Vor dem Krieg erwirtschaftete dieser Sektor fast 45% der gesamten Staatseinnahmen. Dadurch kamen Devisen ins Land, um Importe zu bezahlen. Und ohne diese Importe hätte in Russland noch größerer Mangel und stärkere Rückständigkeit geherrscht als zu Sowjetzeiten. Aber wer waren die Hauptkunden im Rohstoffgeschäft? Nun, Europa war bei weitem ihr Hauptabnehmer. Rund 60% aller russischen Öl- und Gasexporte gingen dorthin. Aber auch die USA waren ein wichtiger Kunde und beide zahlten sehr gut. Jetzt haben die Sanktionen diesen Markt auf den Kopf gestellt. In den letzten Monaten haben die Länder des Westens Öl- und Gasimporte aus Russland verboten oder begonnen, sie zu beschränken. Aber die stärkste Maßnahme kam im Dezember 2022, genauer gesagt am 5. Dezember. An diesem Tag trat die Preisobergrenze für russisches Öl in Kraft. Dieser Mechanismus trifft Russland genau da, wo es wehtut. Die Preisobergrenze gilt für westliche Unternehmen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit russischem Öl anbieten, zum Beispiel Versicherungen für Tanker. Solche Dienstleistungen dürfen jetzt nur noch dann erfolgen, wenn das russische Öl zum Beispiel im versicherten Tanker zu maximal 60 US-Dollar pro Barrel verkauft wird. Und es könnte durchaus sein, dass es noch zu einer weiteren Absenkung dieser Grenze kommen wird. Außerdem gelten seit Anfang Februar auch Preisobergrenzen für raffinierte Ölprodukte aus Russland, also Diesel und Benzin. Das EU-Ölverbot und die Ölpreisobergrenze sind endlich in Kraft getreten und die Auswirkungen sind so erheblich wie erwartet. Und da nun westliche Länder kein Öl und Gas mehr aus Russland kaufen, sucht es natürlich nach Alternativen. China und Indien boten sich dafür an. Zufrieden sein können die Russen damit allerdings nicht. Denn im Vergleich mit Europa und USA ist es längst nicht so lukrativ für Russland, diese Länder mit Öl und Gas zu beliefern. Die Portemonnaies der chinesischen und indischen Käufer sitzen nicht so locker wie die der Europäer. Sie nutzen die Notlage der Russen bis zum Anschlag aus und fordern enorme Rabatte. Das alles lässt natürlich die Preise für russisches Öl auf dem Weltmarkt insgesamt purzeln. Seit dem Inkrafttreten der Ölpreisobergrenze liegt der Preis für Ural-Rohöl bei rund 50 US-Dollar pro Barrel. Das heißt, der Markt hat die Grenze sogar noch unterschritten. Die Gewinnmargen der russischen Rohstoffkonzerne schmelzen dahin. Russisches Öl- und Gasgeschäft gerät ins Stocken, nachdem die Sanktionen greifen. Die russische Wirtschaft zeigt erste Risse, seit am 5. Februar dieses Jahres strenge Beschränkungen für den Export von Öl und Gas in Kraft getreten sind. Bereits im Januar waren Russlands Öl- und Gaseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 46% gesunken, da sich die westlichen Länder von russischen Lieferungen abgewandt haben. Dieser Rückgang wird sich mit den Sanktionen vom Februar voraussichtlich noch verstärken. Und als ob das noch nicht genug wäre, gleichen die Exporte nach Asien den Verlust des europäischen Marktes nicht einmal annähernd aus. Schließlich gibt es nicht annähernd so viele Pipelines nach China oder Indien, um so viel Öl oder Gas in diese Länder zu pumpen, wie das im Handel mit Europa der Fall war. Russland wird viele Jahre und enorme Investitionen brauchen, um hier eine tragfähige Infrastruktur aufzubauen. Investitionen, für die vorne und hinten die Mittel fehlen werden, vor allem wenn der Krieg viel Geld verschlingt. Und selbst wenn die Infrastruktur nach Asien mal fertig gebaut sein sollte, hat man im Fall von Nord Stream gesehen, wie schnell die jahrelange Aufbauarbeit wieder zunichte gemacht werden kann. Die Verlagerung von Exporten nach Asien wird nur eine begrenzte Wirkung haben, um den Verlust westlicher Märkte abzufedern. Aber das ist noch nicht alles. Nach Berechnungen der finnischen Denkfabrik Center for Research on Energy and Clean Air könnte Russland im Jahr 2023 durch den niedrigen Preis für Rohöl sogar bis zu 200 Millionen Dollar pro Tag verlieren. Das Ganze ist bereits jetzt ein riesiges Verlustgeschäft, weil der niedrige Preis die Kosten nicht mehr deckt. Schon heute verliert Russland dadurch schätzungsweise jeden Tag 172 Millionen Dollar. Und die jährlichen Verluste für Russland könnten sich in Zukunft auf etwa 100 Milliarden Dollar belaufen.
In dieser Tabelle des russischen Finanzministeriums könnt ihr sehen, wie sich die Staatseinnahmen bei verschiedenen Produktions- und Preisszenarien im Ölsektor ungefähr entwickeln. Denn allein laut der offiziellen russischen Daten sind 50 Dollar pro Barrel die magische Grenze. Darunter lohnt sich das ganze Geschäft für die Russen nicht mehr, denn sie können nicht so billig fördern wie zum Beispiel die Saudis. Die hohen Margen der vergangenen Jahre kann Putin also vergessen. Da müsste sein Öl schon zu Preisen von etwa 70 Dollar und mehr gehandelt und in viel höheren Mengen gefördert und transportiert werden. Und ja, es stimmt, dass Öl in der Vergangenheit schon zu Preisen von 50 oder sogar 40 Dollar pro Barrel gehandelt wurde. Und Russland hat es auch überstanden. Aber zu heute gibt es zwei große Unterschiede. In der Vergangenheit hat die Regierung bei niedrigen Ölpreisen die Notbremse gezogen, die Staatsausgaben gekürzt und den Russen einfach den Gürtel enger geschnallt. Aber dieses Mittel hat Putin mit seinem Ukraine-Abenteuer eben aus der Hand gegeben. Jetzt tobt ein ultrateurer Krieg, der immer mehr Geld, arbeitsfähige Bevölkerung und Wirtschaftskraft verschlingt und Russland zu weiteren Erhöhungen seiner Staatsausgaben zwingt. Russland erhöht seine Militärausgaben nun stetig und in steigendem Tempo, was letztlich die Entwicklung der zivilen Wirtschaftsinfrastruktur behindert. Und 2023 fing für Moskau schon mal katastrophal an. Steigende Ausgaben und sinkende Einnahmen führten so bereits im Januar zu einem Haushaltsdefizit von 25 Milliarden Dollar, während sich der Leistungsbilanzüberschuss gegenüber dem Vorjahr mehr als halbierte. Dieser Trend wird sich im Jahresverlauf mit hoher Wahrscheinlichkeit noch erheblich verstärken. Denn es fehlen vor allem, wie gesagt, die Einnahmen aus dem internationalen Handel wegen der Sanktionen. Außerdem reden wir hier nicht nur über Öl, das gleiche gilt für Gas. Wollt ihr offizielle Daten? Nun, mengenmäßig ist der internationale Gasabsatz von Gazprom bereits im Jahr 2022 um 46% gesunken. Das Unternehmen versuchte diesen Rückgang jedoch mit höheren Preisen auszugleichen und der hohe Gaspreis im vorigen Jahr spielte dem in die Hände. Normalerweise würden die hohen Energiepreise dazu beitragen, den nationalen Wohlstandsfonds Russlands aufzufüllen. Da die Exporte nun aber Embargos und Preisobergrenzen unterliegen, ist Russland sogar derzeit gezwungen, chinesische Yuan und Gold aus diesem Fonds zu verkaufen, um das Defizit zu decken. Denn der Gaspreis liegt heute viel niedriger und ist unter das Niveau vor Kriegsbeginn gerutscht, Tendenz fallend. Gazprom kann sein Gas heute nicht mehr so teuer verkaufen wie im Vorjahr. Also sieht es auch hier für die Russen zappenduster aus. 3. März 2023. Russlands Einnahmen aus Öl und Gas haben sich im Februar fast halbiert. Die Staatseinnahmen aus dem Ölgeschäft sind im Vergleich zum Vorjahr um 48% gesunken. Die Gaseinnahmen sanken um 42% aufgrund geringerer Exporte nach Europa. Zusammengenommen sind die Steuereinnahmen aus Öl und Gas im Februar gegenüber dem Vorjahr um 46% auf 6,9 Milliarden US-Dollar gesunken. Russland ist immer noch eine Energiemacht, aber seine Rolle hat sich dramatisch verändert. Russland wird bei Öl und Gas einen kleineren Marktanteil haben, weniger Gewinn machen und hat auch einen Teil seines geopolitischen Einflusses verloren. Die Sanktionen haben die russische Wirtschaft vielleicht nicht sofort zum Einsturz gebracht, aber sie haben einen sehr wichtigen Zweck erfüllt, indem sie das Land um Jahre zurückgeworfen haben. Die Zentralbank hat davor gewarnt, dass das wachsende Haushaltsdefizit die Inflation anheizt. Sie erklärte, dass sie die Zinssätze in diesem Jahr eher von den derzeitigen 7,5% anheben wird, als sie zu senken. Russland ist nun Lichtjahre davon entfernt, die für dieses Jahr angestrebten Ziele für Öl- und Gaseinnahmen zu erreichen. Diese Einnahmeziele braucht es jedoch, um seine Budgetpläne zu erfüllen und die Kriegskosten zu stemmen. Russland hat die Energiekarte gespielt und nicht gewonnen. Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur IEA. Nun muss es 2023 dafür auf den Plan B ausweichen, das heißt den nationalen Wohlstandsfonds massiv anzapfen und die Wirtschaft mit noch mehr billigem Geld fluten. Dadurch droht jedoch eine noch höhere Inflation, was die Zentralbank eben zwingen wird, die Zinsen und damit die Kreditkosten zu erhöhen. Die Umsetzung eines solchen Haushalts ist ein Weg zu einer allmählichen Erosion der Finanzstabilität und einem weiteren Rückgang der Reallöhne der Bevölkerung. Das real verfügbare Einkommen in Russland ist trotz Rohstoffbooms im vergangenen Jahr bereits um 1% gesunken, was die Russen dazu veranlasst hat, mehr zu sparen und weniger auszugeben. Der Einzelhandelsumsatz sank dadurch um 6,7%. Die größere Sparneigung der Russen ist dabei ein eindeutiges
wichtiges Zeichen für die wirtschaftliche Unsicherheit, auf die das Land zusteuert. Denn wie gesagt, dies alles geschah, während die Energieeinnahmen noch boomten und der Staat dieses Geld in die Wirtschaft pumpen konnte. Wie wird es also erst aussehen, wenn 2023 die Rohstoffeinnahmen wegbrechen? Gut, andererseits darf man die russische Wirtschaft nicht als ein Schwarz-Weiß-Bild betrachten. Die Bevölkerung ist Entbehrung gewohnt und die Führungseliten der russischen Finanzinstitutionen wiederum sind daran gewöhnt, mit Krisen umzugehen. Es sind immer noch dieselben Leute am Ruder, welche das Land durch die globale Finanzkrise im Jahr 2008 und die sich verschlechternden Beziehungen zum Westen ab 2014 gesteuert haben. Putin kann durchaus stolz auf sie sein, denn sie haben allen seinen extrem wirtschaftsfeindlichen Aktionen zum Trotz die Strategie Festung Russland aufgebaut. Ohne sie wäre das Land schon heute am Boden. Diese Festung ist jedoch nicht nur extrem kostspielig. Ihre Belagerung führt langfristig zu einem Verfall des Landes, der nur noch schwer wieder rückgängig zu machen sein wird. Vor allem in einem Umfeld mit niedrigen Rohstoffpreisen und wenn sich die demografischen Voraussetzungen in ein paar Jahren noch weiter verschlechtert haben. Und könnt ihr euch noch an diese kuriosen Meldungen erinnern, über Autos ohne ABS, die in Russland beworben wurden? Oder über Handys mit Tasten, wie wir sie aus den 1990er Jahren kennen? Nun, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Denn das ist es, was wir meinen. Russland bleibt sicher ein Industrieland, nur aber eben auf einem Niveau, das weit unter dem moderner westlicher Industrieländer liegt. Die mittelalterlichen Zustände bei der Sanitätsinfrastruktur werden sich auch auf die übrigen Lebensbereiche der Russen ausweiten. Es wird ein Gefälle sein, vergleichbar mit den Unterschieden im Lebensstandard zwischen Ost- und Westdeutschland vor der Wiedervereinigung, nur noch viel krasser. Und dieses Gefälle wird sich natürlich auch auf die militärischen Fähigkeiten des Landes auswirken. Jede Armee kann nur so leistungs- und konkurrenzfähig sein, wie die Wirtschaft, auf der sie aufbaut und wie die Gesellschaft, aus der sie entspringt. Dies gilt nicht nur in Bezug auf Ausrüstung, sondern vor allem auf Bildung, Vertrauen und soziale Organisation. Komplexe Militäroperationen in moderner Auftragstaktik sind nicht möglich mit einer ungebildeten Truppe, in der einer dem anderen nicht vertraut und nur darauf aus ist, Waschmaschinen für die Daheimgebliebenen zu klauen. Okay, jetzt argumentieren aber viele, dass China Russland irgendwie helfen könnte, indem es als Handelspartner einspringt und sich da eine Art Wirtschaftsblock als Gegenmodell zum Westen entwickelt. Nun, wir haben dazu schon mal ein Video gemacht, das ich euch verlinken werde. Wir werden aber noch ein weiteres drehen. An dieser Stelle nur so viel. China wird Russland nicht aus der Patsche helfen können und wollen. Es wird eher seine Schwäche gnadenlos ausnutzen. Putin hat also unfreiwillig vor allem ein Ziel erreicht. Er wird als einer der russischen Führer in die Geschichte eingehen, der in kürzester Zeit gewaltigen Wohlstand vernichtet hat. Wie sich die russische Wirtschaft im Jahr seit Putins Einmarsch in die Ukraine selbst verstümmelt hat. Putin ist dabei, Russland für die Weltwirtschaft irrelevant zu machen, denn für die Verbraucher ist es immer viel einfacher, unzuverlässige Rohstofflieferanten zu ersetzen, als für die Lieferanten neue Märkte zu finden. Die Lieferketten passen sich bereits an, indem sie alternative Beschaffungsmöglichkeiten entwickeln, die nicht von Putins Launen abhängig sind. Selbst Russlands verbleibende Handelspartner ziehen offenbar kurzfristige, opportunistische Käufe russischer Rohstoffe auf dem Spotmarkt vor, um von den niedrigen Preisen zu profitieren, anstatt in langfristige Verträge und die Entwicklung neuer russischer Förder- und Transportinfrastruktur zu investieren. Es scheint, dass Russland auf dem besten Weg ist, seine schlimmsten Befürchtungen Realität werden zu lassen, zu einer schwächelnden Wirtschaftsnation zu werden, abhängig von China, für das es nur eine Quelle für billige Rohstoffe darstellt. Wird Russland erkennen, dass es Putin nicht braucht, so wie die Welt bereits erkannt hat, dass sie Russland nicht braucht? Nur dann haben die russische Wirtschaft und die Menschen eine Chance, zum Wohlstand zurückzukehren. Und als ob das noch nicht genug wäre, werden in Russland nun Stimmen laut, die eine Rückkehr zu zentraler Planung und noch mehr staatlicher Kontrolle fordern. Planwirtschaft oder was? Nun, wir werden euch natürlich berichten, ob solche Experimente diesmal vielleicht gelingen werden, denn das wäre wirklich revolutionär. Und eines ist auch sicher, in Washington reiben sich die Geostrategen die Hände und können nur staunen, wie der autokratische Möchtegern-Rivale auf der Weltbühne seinen eigenen Laden an die Wand fährt. Russland verliert in allen strategisch wichtigen Bereichen, beim Militär, bei der Energie und vor allem bei der Wirtschaft. Aber jetzt interessiert uns, was ihr denkt. Glaubt ihr, dass Russland in der Lage sein wird, den neuen Sanktionen zu widerstehen? Was denkt ihr, was der Kreml tun wird, um dem Sturm zu trotzen? Können die Sanktionen den Krieg beenden oder wenigstens verkürzen?
Wie immer sind wir auf eure Diskussion zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht auch etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt mit euren Freunden und vergesst nicht das Abo mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Vergesst bitte auch nicht, das spannende Online-Spiel unseres Sponsors Conflict of Nations kostenlos auszuprobieren. Wenn du dich wie Sun Tzu fühlen und über militärische Strategien spekulieren willst, solltest du es unbedingt über den Link in der Beschreibung unter diesem Video anspielen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald.